So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren wunderschönen Aufnahme from the Eurotruck Simulator. Siehst du, ich wollte mich ja auch mal im Internet erkundigen wegen American Truck Simulator, wie das da eigentlich. Aber guck mal, wie ich meine, erstmal Eurotruck Simulator. Von daher ist das mit dem American Truck Simulator sowieso noch in weiter Ferne, wenn wir das überhaupt spielen. So, die LKW sind. Ach, da kommen sie. €600? Wow, vom Hafen zum Hafen. Yo, easy, let's go. Klingt sehr interessant, klingt sehr lustig. Das wird die längste Strecke, die wir je gemacht haben. Lass uns loslegen. So. Licht, Licht und das war's. Spiegel müssen wir nicht einstellen bei der kurzen Strecke. Werden wir wahrscheinlich eh nicht brauchen. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Ah, für diesen Kackbaum sägt da nichts. Ah, wir hatten ihn gepflanzt. Direkt mal abholzen. Sag mal. Ja, okay. So, let's go. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Aber irgendwie ist das hier auch ein bisschen falsch, ne? Ich meine, so wie das Licht auf dem Lenkrad reflektiert, erstens haben wir über uns gar keine Lampen, also welches Licht reflektiert da überhaupt? Und zweitens sieht diese Reflexion so aus, wie als wenn das Biege Licht nach durch rechts unsere ab. Deckenkabine da, also hier, durch unsere Decke kommt. Immer geradeaus. Also quasi von da oben. Was ja offensichtlich nicht geht. Wegen, weil da ist ein Dach. Also gerade, das war gerade schon ganz schön seltsam. Erstens, wie gesagt, es kommt nicht überhaupt her. Der Immer Tunnel war sehr geradeaus. unbeleuchtet. Und zweitens, warum durch die Decke? Am Kreisverkehr So viele zweite Fragen. Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Was? Nein? Doch, ich wollte C drücken, nicht die Taste. Jetzt fühle ich mich leer. Also, ist ja auch eine schöne Gegend, ne? Oh, da hinten Demnächst der rechts Himalaya. abbiegen. Einfach durch den Müllbeutel durchgefahren. Dazu schon, wir bleiben da jetzt Biege voll hängen nach bei dem rechts Beutel. ab. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab.
Jetzt hier? Ja, doch, ja. Demnächst links abbiegen. Dieses ganze Abgebiege hier. Das ist ja schlimm. Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Immer geradeaus. Okay. Oh, würde wie eine 40. Sagt mir das denn keiner? So, hier kommt wieder diese 10%ige Gefälle-Gestelle. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Nach rechts ab. Biege nach links ab. Neue Route finden. So. Wo müssen wir lang? Da unten müssen wir lang, ne? Richtig? Ah, irgendwie so. Route neu berechnen. Achso, ich könnte ja voll auf die Map gucken, ne? Sollte ich vielleicht beim nächsten Mal machen. So zu fahren ist natürlich auch geil. Da wird es schon wieder dunkel. Biege nach rechts ab. Das kriege ich locker hin, so, ne? Aber naja. Dann wohl nicht. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Problem ist halt, ihr wählt die Straße nicht, ne? Wo kommt das Schild daher?
Tja, leider kann man nicht. Das wäre natürlich doch ein geiles Feature. Ne? Wenn man auf die 7 raufdrückt, dann kommt man in diese Radansicht. Und dass, wenn man da nochmal raufdrückt, man auf das andere Rad geschalten wird. Ne? Dass man quasi so beide Räder haben kann. Das wäre natürlich noch geiler. Und so kannst du halt nur relativ schlecht nach rechts gucken. So. Wow. Tja, vielleicht sollten wir mal wieder so einen Spezialtransport machen, gell? Kann man ja auch danach sortieren, wie viele Experience-Punkte man bekommt? Preis, Zeit, Ablauf, Versandort, Strecke, Länge, Gewicht. Nö, kann man nicht, schade. 44 Tonnen, 45 Tonnen. Ach, guck mal, aber das ist wieder eine mit 340 Meter. Kilometer. Das heißt, da kriegen wir wieder extra Punkte fürs gut aussehen. Ne? Schweres technisches Teil. War das ein Fehler? I don't know. Auf jeden Fall haben wir jetzt wieder zwei normale Fahrten gemacht, also können wir jetzt wieder eine Spezialtransporterfahrt machen. Guck mal, wie wir alle angeübelt werden hier. Und der macht schon wieder Pause auf dem Ding. Ich glaub das nicht. Map. Vor allem schon vier Achse, ne? Ah, die großen LKW sind schon geil. Vor allem können wir jetzt endlich mal am Tage fahren. Oder? Ist gerade Sonnenaufgang oder Untergang? Ey, wie ist es gerade so ein Untergang? So wie ich mal merke, du kennst garantiert so einen Untergang, wetten? Ja, kennen wir schon. Es ist so ein Untergang. Ich krieg die Krise. Wir fahren schon wieder in der fucking Dunkelheit. Are you kidding me? So, wir brauchen 5 Stunden und wir haben 33 Stunden. Können wir hier irgendwo Pause machen? Okay, wir fahren los. Was denn? Da, so. So, da vorne ist doch zum Beispiel irgendwie so ein Anlegeplatz, ein Halteplatz. Können wir da einfach mal reinfahren? Ich hoffe ja. Speicher mal. Und dann schauen wir mal, ob wir da rein können. Sieht schlecht aus. Achso, da vorne bei dem Schiff. Bei dem Schiff wäre das, oder? Ja, genau, da wäre das. Da, hier könnten wir Pause machen. Demnächst rechts ab. Die Frage ist, kommen wir da rein? Doch, sieht gut aus. Ab. Warte mal ganz kurz. Können wir die Fracht auch... Wir können auch während der Mission absatteln. Ah, wie geil! Lol, da können wir locker hier rein. Haha. Ja, ist so behindert. Jetzt muss ich schon wieder in der Nacht fahren. Das kannst du keinem erzählen, du. Das ist. Fertig zum Losfahren. Da kriegst du. Das ist doch. Was ist das? Amanda Kolm. Das ist der Bullshit. Die ist der Bullshit. Demnächst rechts abbiegen. Naja, deine Mutter kann man rechts abbiegen, ja. Ab aufs Abstellgleis mit der. Biege nach rechts ab. Oha, hier müssen wir schon wieder. Da. Müssen wir schon wieder. Was? Wieso? Wollte aber passen. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. No problemo. Nimm diese Ausfahrt. Und was, wenn nicht? Immer geradeaus und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab.
Ah. Diesmal bin ich nicht hängen geblieben. Ah? Man lernt ja auch mit, ne? Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ja, fahr doch mal, fahr doch. Da bremst du mich ja eiskalt aus. Ah ja, gut. Ich meine, viel schneller als 20 können wir eh nicht fahren hier. Boah. Komm, komm, das schaffst du, das schaffst du, das schaffst du, das schaffst du. Ja! Ich tu Glauben an dich, mein Freund. Wow, 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 bleib doch mal. Holy moly. Ja, muss so. Das ist perfektes Einparken. Ja? Warum braucht das andere Fahrzeug hier an der Stelle immer so lange? Kann er uns nicht einfach direkt folgen? Worauf wartet er denn immer? Verstehe ich gar nicht. Let's go. Eieiei. Das waren ja gerade mal so, weiß nicht, 5 cm Abstand oder so war das noch so. Das war ja gar nichts mehr. Alter Schwede, ey. Holy moly. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Die Schilder sehen ja auch schon wieder schön eng aus. Das wird doch nie im Leben was. Warum bleibt denn jetzt schon wieder stehen hier? So. Ah, doch, da kommt vorbei. Ja, doch, kommt vorbei. Alles kein Problem. Nimm diese Ausfahrt. Dort Post. Wunderbärchen. Sieht doch gut aus. Kann ich hier Pause machen? Oder ist das schon zu weit weg? Und jetzt? Ich bin auch schon auf der Fläche, oder nicht? Ich bin verwirrt. Das kann doch nicht sein. Oder kann ich da echt gar nicht Pause machen? Wie kann ich denn überhaupt Pause machen? Muss er einfach stehen bleiben oder? Auf geht's. So, jetzt steht auch günstiger. Ich versuche mal jetzt hier so direkt reinzufahren. Vielleicht. Ah, nee, aber so eng kann ich sowieso nicht reinfahren wegen der großen Fracht. Was muss ich denn tun hier? Ich glaube echt, wir können hier gar nicht Pause machen, oder? Weil von German Truck Simulator, da kenne ich das so, dass da, wo man Pause machen kann, so diese grünen Dinger, die mit dem Tank, die müssten auch hier sein, wo man Pause machen kann. Aber die gibt es hier gar nicht.
Woran erkenne ich denn jetzt hier, ob ich hier Pause machen kann oder nicht? Ah. Okay, dann nicht. Da müssen wir in der Dunkelheit fahren. Da ist so beklackte Kacke. Ah. Scheiß die Wand an. Scheiß die Wand an. Los. Volle Fahrt voraus. Weißt du was? Einen Versuch mache ich nochmal, und zwar hier vorne. Hier ist auch so ein Haltebereich. Vielleicht kann ich da Pause machen. Weil hier kann ich wenigstens in der richtigen Richtung reinfahren, weißt du? Ich meine. Also, wenn ich jetzt hier reinfahre, dann bin ich gleich in der richtigen Richtung. Ah, nee, das ist zu eng. Da hinten ist der erst. Da habe ich doch mehr als genug Platz. Was tue ich hier gerade? Nee. Da, ich bin zu spät abgebogen. Ich hätte schon viel früher reinlenken müssen. Das war eine Zeit zu Katastrophe. gehen. Das ist ja eine Katastrophe, ist das ja hier. Da ist so viel Platz und ich warte bis zum letzten Zentimeter mit dem Abbiegen. Das kann ja nichts werden, du. Das kann ja nichts werden, du. So, alle Fußgänger rechts sind das platt. So, jetzt muss ich mal gucken, ab wann ich hier eigentlich einlenken muss. Damit ich da möglichst günstig drauf komme. Oder noch besser. Warte mal ganz kurz. Okay. So, jetzt wieder ganz vorsichtig zurückfahren. Damit er nicht hier kommt, mit Route verlassen. Alter, wie geil ist das bitte? Wow! Ich habe das Spiel gedingstert. Ich habe das Spiel ge. Wie sagt man? Ich sehe, wir haben noch 24 Stunden Zeit. Wieso haben wir dafür immer so viel Zeit? Alter, ist das geil. So. Oh, Alter, wir haben das Spiel verarscht, Digga. Wir haben es verarscht. Oh mein Gott. Das ist geil. Du kannst nicht parken. Du kannst nicht an rausstecken ran von dieses Ananas. Digga, wie ich dich gefickt habe. Geil, Omato. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Jetzt können wir nämlich schön am Tage fahren, weißt Nimm du? diese Ausfahrt. Ey, ist das geil. Ah, ist das cool. So muss das sein. Genau so muss man das machen. Weißt du? Polizei waren schon wieder relativ nah, aber wir haben noch genug Platz. Okay, sehr gut. Cool. Bin ich gerade irgendwie ein bisschen stolz auf mich, ne? Dass ich das so gut gepackt habe. Aber es war halt auch komisch, dass man halt, dass diese Ruheplätze halt nicht markiert sind. Und der fährt schon wieder durch die Tranken durch. Was ist los mit dem? Ist das normal? Machen das alle so? Weißt
Weißt du, aber über mich meckern, ja, wenn ich die Route verlasse. Dieser Hurensohn, der cheatet, der nutzt Noclip. Alle illegal hier, alle illegal. So. Hier müssen wir noch geradeaus und der nächste wieder rechts rein. Achso, wir ja hier unsere Rundumleuchte, ne? Ja, jetzt ist es an. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Dieser Baum, ey. Wieder eine E-Mail bekommen. Da, der Brief leuchtet gelb. Können wir nicht auch so drauf? Ja, wir können auch so drauf zugreifen. Wir können ihn, was? Sehr geehrte Damen und Herren, angesichts Ihrer steigenden Erträge möchten wir Ihnen. Was? Ja doch. Angesichts Ihrer steigenden Erträge möchten wir Ihnen anbieten, bei der Entwicklung Ihres Potenzials weiter behilflich zu sein. Wir haben uns erlaubt, Ihren Ihre Kreditlinie auf 500.000 Euro zu erhöhen. Fühlen Sie sich frei, jederzeit bei Ihrer örtlichen Bank über diese Summe zu verfügen. Digga, was geht ab? 500.000. Jetzt macht doch das Ding hier Sinn. Haha. Können wir uns eigentlich allein mit dem Kredit schon für den LKW holen? Aber wir haben schon fast die Hälfte. Das lohnt sich ja schon fast gar nicht mehr. Vor allem beim Kredit. Ich meine, wenn wir jetzt einen LKW kaufen, dann bräuchte ich doch mindestens 50.000. Hätten wir aber 100, also 1.500 am Tag Zinsen. Na gut, wir machen machen wir hier diese Mission. Hier machen wir erstmal, nehmen wir die erstmal warten, bis sie fertig ist. Dann gucken wir mal weiter. Dann können wir mal noch gucken, ob wir da dann irgendwie was machen, so wie Kreditrahmen und so. Oder ob wir sagen, nee, fuck das System, wir machen alles selber. Ja. Denn ganz ehrlich, mit einem effektiven Jahreszins, ja, von 1000% können die mich mal ficken. Ich komme immer hier auf diese Tasten. Einfach so ein Block. Eieieiei. Schön, schön. Der Jude Aktros, du. So, ich glaube mal, wir machen da vorne mal in dieser komischen Parkdings der Bumster da, was auch immer das ist. Ich habe keine Ahnung. Machen wir mal eine Pause, wenn er uns das lässt. Und ich sage hier mit Route verlassen.
Oh, ja, machen wir mal hier Pause an der Stelle. So. Folge geht im Spiel eine halbe Stunde. Von daher, sagen wir mal, Feierabend. Ne, muss auch mal sein. Von daher, ciao. Ciao.